SEO ist endlich tot und 6 Punkte, die du unternehmen kannst dagegen. Hallo, 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 mein Name ist Sam Steiner und steigen wir direkt ein. Was ist passiert? Google, oder vielleicht kennst du noch die alten Suchmaschinen, das mit dem A, kommentiere unten, wenn du das noch kennst, waren da. Und im Austausch mit uns, Website-Betreibend, und sagt dann so inoffiziell, du lieferst Inhalte, also ich als Website-Betreiber liefere Inhalte, zum Beispiel in Form von Blogartikeln und oder Forumseinträge oder FAQs oder was auch immer. Und Google bereitet das auf und macht das sichtbar für Leute, die nach deinen Dienstleistungen suchen. So funktionierten Suchmaschinen bis jetzt. Dann konnte man suchen in Google oder Bing oder irgendwo und die Resultate finden, anklicken und landet dann auf den Websites dieser Betreibenden und zum Beispiel auch bei mir und bei dir. Nun, gab es da am Anfang ein bisschen Wechsel nach dieser Suchmaschine mit dem A. Das war wirklich meine Lieblingssuchmaschine. Kam dann Google und war dann halt einfach irgendwie ein bisschen besser. Und das war, wann war das? Vor 20 Jahren oder so. Und nicht viel passierte. Es gab immer wieder Google Updates. Google musste natürlich dann auch immer die beste Suchmaschine bleiben. Sie wussten ja genau, dass vor ihnen gab es eine andere Suchmaschine, diese Suchmaschine mit dem A, und die ist weg, weil sie besser waren. Das heißt, sie müssen die beste Suchmaschine bleiben, um zu überleben. Das heißt, sie müssen sich weiterentwickeln, aber das Grundprinzip war immer das gleiche. Man sucht etwas, erhält eine Liste von Links zu Websites, und auch wenn diese Algorithmen ändern und das zum Teil in der SEO-Community große Stürme auslöste und dieses Jahr auch gröbere Änderungen wiederkamen, trotzdem das Grundprinzip war immer das gleiche. Leute haben SEO ist tot geschrien, aber das Grundprinzip war immer gleich. SEO starb nicht. Ich glaube auch nicht, dass SEO jetzt wirklich ganz stirbt. Aber jetzt kommt zum ersten Mal eine grundlegende, massive Änderung, die nicht viele darüber sprechen. Man spricht darüber, dass KI jetzt hier ist. Man spricht darüber, dass man auch in der SEO-Community, wie man automatisiert tausende Artikel generieren kann und so mehr Klicks von Google erhält, aus den Google-Suchresultaten erhält, also Erfolg hat im SEO, aber vergisst dabei, dass etwas viel, viel Grundsätzlicheres im Moment passiert. Man spricht nicht darüber. Also bleib dran, ich gebe dir dann 6 Punkte, die du beachten musst in Zukunft, weil du musst auch deine Strategie ändern, da bin ich überzeugt davon. Ich habe in diversen SEO-Projekten im Moment direkt aktuell zu tun, und sehe diese Bewegungen auch und zum Teil Bewegungen nach unten. Da gehe ich jetzt nicht in alle Details, obwohl die Rankings sich verbessern. Warum? Weil da irgendwas passiert im Moment am Anfang auf der Titelseite von Google zu oberst. Und in den USA ist das schon viel weiter, viel prekärer die Situation schon für SEOs. Und hier in Europa spricht man noch nicht davon. Geht aber mal auf Reddit in die Subcommunity rr/SEO und lies mal die Schmerzen von SEOs im Moment. Da ändert massiv was. Okay. Es gab ja dann vor 15, 20 Jahren diese alten SEO-Techniken, da schrieb man viele Suchbegriffe in den Text rein, in die Meta-Tags rein
und versuchte dann so nach oben zu kommen. Und damals funktionierte das. Es ist schon 10 Jahren oder so nicht mehr. Es gibt immer noch Leute, die veraltete Informationen haben. Dann musste Google sich weiterentwickeln, weil die Resultate halt nicht gut waren. Und ging mehr in die Richtung, dass sie verstehen, was die Person wirklich sucht, anhand des Satzes, das, was eingegeben wird, aber vielleicht halt auch anhand von dem, was die Person vorher gesucht hat, wie sie umformuliert hat, wirklich verstehen, was braucht die Person im Moment und entsprechend diese Informationen liefern. Das ging Richtung Search Intent, also wir als SEO-Leute mussten dann halt auch verstehen, was wollen wirklich unsere Besuchenden, unsere Suchenden? Was wollen sie wirklich? Was sind die besten Inhalte, die diese Person im Moment braucht? Vielleicht unabhängig davon, ob wir damit direkt etwas verkaufen. Okay, das war eigentlich schon eine gute Entwicklung, aber jetzt kam etwas Großes in unser Leben vor einem Jahr, 2 Jahre. AI. Und das in sich führte einerseits zu Spam-Inhalten in Google, das ist jetzt nicht das Thema von heute. Andererseits führte es dazu, dass in der Nutzung des Webs von fast allen Menschen, sehr vielen Menschen, aber in Zukunft von fast allen, ändert was. Viele verwenden AI, diese KI-Plattformen schon als Suchersatz. Wir wollen nicht darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist im Moment, aber auch OpenAI, also Mutter von ChatGPT, positioniert sich als Ersatz für Suche. Und plötzlich hat Google zum ersten Mal vielleicht seit Jahren ernsthaft Konkurrenz. Dinge wie Bing oder DuckDuckGo oder andere Kleinsuchmaschinen, die waren nie wirklich eine Bedrohung. Aber KI jetzt zwingt Google, und das ist wichtig zu verstehen, Google ist gezwungen zu reagieren darauf. Leute, die Gefahr ist da, dass Leute KI direkt als Suche nutzen und KI auch besser wird für das, das wird es ja. Und was passiert dann mit Google? Sie müssen reagieren. Das heißt für dich auch, du kannst dann nicht sagen, ja, Google verdient ja das meiste Geld in den normalen organischen Suchergebnissen, beziehungsweise in dem, was oben und unten drin steht, nämlich an den nicht organischen Ergebnissen. Da machen sie ihr Geld. Aber das Problem ist, Google muss ihr Businessmodell nun ein bisschen ändern. Sie müssen, ob sie wollen oder nicht, andere Wege finden, um Geld zu verdienen, aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Also, Google ändert. Google, nach diesem Search Intent, kam Google auf die Idee, ja, wir verdienen im Moment unser Geld damit, wenn Leute bei uns bleiben und möglichst viel Zeit auf unserer Plattform verbringen und möglichst viele Anzeigen sehen. Das bringt schon Geld und auf Anzeigen klicken, idealerweise, das bringt noch mehr Geld für Google. Wenn wir sie zu schnell wieder weg haben, dann ist das nicht gut. Und da kamen dann diese Featured Snippets, also direkte Informationen zusätzlich. Google wurde viel multimedialer als am Anfang diese reine Liste von ein paar Websites. Da werden Wikipedia-Auszüge eingeblendet mit einem kleinen Link, der aber nicht mehr angeklickt werden muss, weil die Antwort schon dasteht. Da werden Rechnungen direkt durchgeführt, Währungsumrechnungen, da werden Bilder direkt angezeigt, da werden Videos eingeblendet, da wird auch immer mehr jetzt mit KI eine ganze Abhandlung eingeblendet, das die Hälfte des Bildschirms ausfüllt. Danach kommen vielleicht noch ein paar Featured Bilder und Leute haben auch das gesucht. Und bist du wirklich bei einem organischen Suchresultat angelangt,
Ja, das ist so weit unten wie früher Position 10 und wir wissen, dass so weit unten klickt halt niemand mehr. Fast niemand mehr. Okay. Massive Änderungen in Google. In den USA schon weiter fortgeschritten mit diesen AI-Antworten. Sie haben auch ein bisschen zurückgerudert. Es war noch nicht alles gut, aber die Richtung ist klar. Google will möglichst viel direkt in Google selbst beantworten. Wenn Sie jetzt KI auch einsetzen können, Google Gemini, dann heißt das, Sie sind nicht mehr wie vor 15 Jahren auf dich und deine guten Inhalte auf deiner Website angewiesen. Es ist nicht mehr dieser Vertrag, du gibst mir deine Inhalte von der Website, ich zeige sie für dir an, mach Geld dabei und liefere dir aber ein paar Klicks. Nein, Sie können Inhalte generieren, Geld dabei machen und müssen keine Klicks mehr liefern. Ob wir das cool finden oder nicht. Ja, ich finde das nicht nur cool, aber das heißt ja, es endet ja nichts. Wir müssen reagieren. Du musst reagieren, ich muss reagieren. Und jetzt kommen wir dann zu diesen Möglichkeiten, was wir konkret tun sollten in dieser Situation. Wenn du nicht einverstanden bist oder wenn du Ergänzungen hast aus deiner Erfahrung, dann gerne unten in die Kommentare. Ich höre sehr, sehr gerne von dir. Auch Fragen dazu gerne unten in die Kommentare. See you soon. Weiter zu den konkreten Schritten. Wir müssen Kontrolle übernehmen. Wir können uns nicht mehr einfach in diese Abhängigkeit von diesen großen multinationalen Konzernen geben. Und Schritt 1, wir müssen eine eigene Meinung zeigen. Wir müssen nicht nur informieren, weil Google wird die simplen Informationsfragen direkt selber beantworten. Wir müssen Meinung bringen, wir müssen unsere Erfahrung reinbringen und Gesicht zeigen. Das sind große Säulen von der Disziplin Personal Branding. Und Personal Branding geht jetzt alle Firmen etwas an. Es ist nicht mehr die Zeit, wo man sich hinter der Marketingabteilung verstecken kann. Es betrifft Geschäftsführende, es betrifft die HR-Abteilung, es betrifft grundsätzlich das ganze Unternehmen. Gesicht zeigen und Meinung zeigen. Da sind wir Schweizer nicht so gut drin, öffentlich, online eine Stellung zu beziehen. Wir müssen ja nicht in die tiefsten politischen Diskussionen reingehen als Unternehmen, aber vielleicht schon ein bisschen politischer werden als bis jetzt. Wir müssen vielleicht auch sagen, was wir gut finden und was nicht, welche Trends wir gut finden, welche nicht und mit unserem Gesicht als Menschen dazu stehen. AI kann das noch nicht. Wir kommen noch auf konkretere Möglichkeiten dann. Das heißt, erster Punkt, nicht mehr verstecken. Es geht nicht mehr nur die Marketingabteilung an, was online passiert. Es geht alle etwas an. Zweiter Punkt, Branding, haben wir angeschaut. Personal Branding, also einzelne Corporate Influencer, Leute, die Gesichter sind des Unternehmens gegen außen. Zweiter Punkt. Wenn du ein Ein-Mann- oder eine Ein-Frau-Firma bist, dann bist du der Personal Brand und nicht so gerne dein Logo, sondern dein Gesicht. Da musst du Mut haben dazu, mit deinem Gesicht hinzustehen, mit deiner Meinung, mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung. Das macht dich aus, im Gegensatz zu einem Roboter. Dann, wir können uns nicht mehr auf das Publikum von Google verlassen. Wir müssen unser eigenes Publikum aufbauen. Und jetzt ist die Zeit dafür. Es war schon vorgestern Zeit dafür. Aber bau dein eigenes Publikum auf. Und das kann auf verschiedenen Plattformen sein. Wir kommen noch ein bisschen dazu. Aber die Königsdisziplin oder das Wichtigste hier wäre, dass es abonnierbar ist, deine Inhalte abonnierbar sind für die Leute. Das ist mit einem Folgen-Button zum Beispiel in
LinkedIn oder YouTube abonnieren, solche Dinge, Instagram abonnieren, möglich. Dann aber, zweiter Punkt, algorithmusfrei. Dass du nicht mehr abhängig bist von den Stimmungsschwankungen von Zuckerberg und Elon Musk. Löse dich von diesen Abhängigkeiten, das wird schon schwieriger. Dann, dritter Punkt, Unabhängigkeit. Also genau auch wieder nicht von diesen Konzernen abhängig. Also abonnierbar, algorithmusfrei, unabhängig von Konzernen. Idealerweise. Dann spiele mit mehreren Formaten. Und auch als Kleinunternehmen oder auch als mittleres Unternehmen. Vielleicht hast du als Einzelunternehmen 7 verschiedene Formate. Und das kann sein Audio-Podcast, kann sein gleichzeitig Video auf YouTube, kann sein gleichzeitig daraus die besten Aussagen in Kurzvideos auf YouTube, Instagram, LinkedIn jetzt auch. Ideal finde ich, das ist jetzt nur meine Meinung, dass man längere Inhalte zum Beispiel im Blog veröffentlicht oder als längere Videos und daraus dann die anderen Formate ableitet. Das macht den ganzen Workflow viel einfacher. Du kannst natürlich ein Video aufnehmen und hast dabei, wenn das zum Beispiel ein Interview ist, direkt auch das Audio für einen Podcast und daraus dann sehr einfach auch mit AI daraus einen Blogartikel zu generieren. Dazu habe ich auch ein Video auf diesem Kanal. Und daraus dann auch die kleinen hochformatigen Videos für TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels oder LinkedIn Video Feed. Spiele damit, teste damit, bau dein Publikum auf. Das sind 4.4 mehr Formate nutzen. Es kann auch wirklich sein, dass ein Unternehmen 7 verschiedene Newsletter hat für verschiedene Interessensgebiete, dass man nur den AI-Newsletter abonnieren kann von dieser Firma oder auch von dir als Einzelperson. Das kannst du mit verschiedenen Listen machen oder auch mit Tags in deinem E-Mail-Marketing-System. Das ist ja kein Problem heute. Wenn du Fragen hast dazu, melde dich bei mir. Dann, 5. Punkt. Wir müssen, wenn Google uns nichts mehr schickt, halt auch besser werden mit bezahlter Werbung. Man sieht immer noch sehr viele plumpe Kampagnen oder Firmen, die da wirklich noch gar nichts machen damit. Aber bezahlte Werbung wird halt jetzt auch wieder ein bisschen wichtiger, als es mir vielleicht lieb ist. Und das Content Marketing, build it, write it and they will come, geht ein bisschen weg. Und bezahlte Werbung, Sponsoring, Offline-Werbung, TV-Werbung, Radio-Werbung könnte wieder an Bedeutung gewinnen. Das bricht mir ein bisschen das Herz, aber ich sage es jetzt mal so. Da müssen wir einfach auch noch beobachten. 6. Punkt. E-Mail ist halt wirklich diese Königsdisziplin. Du kannst verschiedene Plattformen haben, die abonnierbar sind, algorithmusfrei und unabhängig. Ja, das, bei unabhängig hört es halt auf. WhatsApp-Listen sind ja auch gut, sie sind abonnierbar, Öffnungsraten sind super. Also abonnierbar und algorithmusfrei, die Öffnungsraten sind halt wirklich noch viel besser als bei E-Mail. Aber die sind nicht unabhängig. Das heißt, Zuckerberg hat dann irgendwie schlecht geschlafen und es kostet 10-mal mehr. E-Mails ist deine Datenbank und deine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit deinen Leuten. So unsexy das tönt im 2024, es ist immer noch Rückgrat eines Unternehmens im Online-Marketing-Bereich. Bin ich felsenfest überzeugt davon. Siehe zum Beispiel Twitter X. Die Stimmungen, Leute hatten Millionen Follower, aber viele sind jetzt
weggegangen. Täglich sehe ich Leute, die auf Threads schreiben, hey, das gefällt mir hier viel, viel besser. Da und irgendwie 80% weniger Marktwert das Unternehmen. Da ist ganz klar die Gefahr da, dass sich das nicht mehr finanziert. Und wer weiß, ob Elon Musk dann einfach nur Geld reinbuttert. Offensichtlich wollen die Werbetreibenden eher Abstand haben. Was sind dann deine 20 Millionen Follower da auf dieser Plattform? Weil sie nicht wirklich deine owned audience sind, sondern gemietete Kontakte. Dasselbe hatten wir mit Facebook Pages. Da schrien Leute auf, dass sie Geld bezahlten, um eine aufzubauen und dann wieder Geld zahlen mussten, um sie zu kontaktieren. Das ist halt das Problem von diesen gemieteten Plattformen. E-Mail ist deine Liste. Mit all den Problemen, die es mit sich bringt. Okay, diese 6 Punkte. Nicht mehr verstecken. Meinung haben. Mehr Meinung als ein Roboter. Branding stärken. Vielleicht Persönlichkeit haben. Mehr Persönlichkeit als ein Roboter. Eigenes Publikum aufbauen, Beziehungen aufbauen, mehr Beziehungen als ein Roboter das haben kann, dann mehr Formate, experimentieren, Spaß haben am Kreieren, kreativer sein als irgendein Roboter, die nur zusammen Durchschnitte macht von Bestehendem, dann bezahlte Werbung einsetzen. Das schmerzt mich ein bisschen jedes Mal, wenn ich das sage. Und 6. Punkt, bau deine E-Mail-Liste endlich auf. Nimm das endlich in die Hand, das geht halt nicht von heute auf morgen. Jetzt ist wirklich Zeit, damit anzufangen. Das also meine Gedanken jetzt, inspiriert von vielen anderen Leuten aus der SEO-Community, inspiriert von meiner Erfahrung, in diesem Bereich von aktuellen SEO-Projekten und Veränderungen, die man jetzt im Moment erlebt. Was ist deine Meinung dazu? Gerne unten in die Kommentare. Ich höre sehr gern deine Fragen, deine Meinung. Auch wenn du eine komplett andere Meinung hast oder Ergänzung, gerne mitdiskutieren. See you soon. Bye-bye.